at the buzzer. Oh, he knocks it down! So, moin zu Sportsfreunde. Ja, mal wieder mit einem sehr, sehr guten Delay, sag ich mal. Also ein paar Monate ist ja der, oh Gott, ist der fusselig, ist der KD 13 jetzt auch schon draußen. Und ich gebe euch jetzt mal meine, mein Review zu diesem Schuh, weil das wird vielleicht den einen oder anderen überraschen, aber fangen wir mal an. Grip, das Grip ist wie beim, oder ich sag mal ganz ähnlich zum PG4 oder zu dem Westbrook, why not 0.2 und, so, und 0.3 haben glaube ich auch sowas, mit so kleinen Kreisen und bla und Gedöns, also anders ausgedrückt, das Grip ist ziemlich gut, muss ich sagen, und von meinem Empfinden her ist es auch nochmal ein Upgrade zum 12er. Also mit dem Grip macht ihr grundsätzlich gar nichts falsch. Ihr seht allerdings jetzt hier auf dem Foto, ich hoffe, ich habe das Foto eingeblendet, wenn ich das Foto jetzt nicht einblende, beschreibe ich es euch ganz kurz. Outdoor könnt ihr das voll vergessen, weil der wird Outdoor wirklich, also ich rede speziell von Asphalt, aber selbst auf Gummiplätzen würde ich empfehlen. Ich denke, auf Asphalt spielt ihr mit dem Schuh eine Woche und dann ist der runter. Und das meine ich auch vollkommen ernst. Das Gummi ist dafür viel zu weich. Das ist wirklich ein richtiger Indoor-Schuh. Aber grundsätzlich ist das Grip wirklich eigentlich sehr gut, muss ich sagen. So, dann kommen wir zur Dämpfung. Ja, die Dämpfung ist natürlich das, wodurch sich wirklich die KD-Schuhe in letzter Zeit auszeichnen. Dieses Zoom Strobel, also dieses, dass sie quasi direkt auf der kompletten Zoom-Unit draufsteht. Also dieser Luft, diese Dämpfung. Und dann habt ihr endlich vorne noch ein Pad. Im KD12 hattet ihr hinten die Doppel-Zoom-Unit. Hier habt ihr quasi einmal komplett von vorne bis hinten schon sowieso eine Dämpfung und dann nochmal extra vorne, weil das ist der Hauptpunkt, wo ihr nun mal lauft. So. Ist wirklich nicht schlecht. Mich hat es nicht überzeugt. Ich weiß nicht warum. Ich kann es nicht sagen. Ich finde den KD12 besser. Also auch insgesamt. Ich spoilere das schon mal hier. Ich finde den KD12 ist der bessere Schuh. Gibt aber noch einen Grund, da komme ich gleich noch zu. Gibt zwei Gründe sogar noch. Es ist nichtsdestotrotz ist es eine geile Dämpfung. Ich kann es nicht anders sagen. Es fühlt sich schon richtig gut an. Bin auch froh, dass sie die Zoom-Unit nach vorne gepackt haben. Aber irgendwie ist das hier nicht das Erlebnis gewesen, was ich erwartet habe. Vielleicht habe ich auch nach dem KD12 zu viel erwartet. Ich kann es nicht genau sagen. Ich will jetzt überhaupt das nicht schlecht reden. Das ist schon ein geiles Setup. Aber irgendwie hat es mich nicht überzeugt. Kann aber auch daran liegen, dass mich der ganze Schuh nicht ganz überzeugt hat. Gehen wir deshalb mal zum Material. Ja, das Material ist ein Auf und Ab bei KD-Schuhen und ich muss halt sagen, mich als Konsumer in dem Fall, ja, als jemand, der sowas kauft, mich nervt's. Mich nervt's extrem. Ich finde, dieses Material hier ist, im Englischen sagt man immer flimsy, also irgendwie, ich weiß nicht, ich fühle mich in diesem Schuh nicht ganz sicher, quasi für sowas wie Richtungswechsel und Co., dass ich sage, ich mache einen harten Crossover und ich habe das Gefühl, ich bin nicht mehr fest im Fußball verankert. Weil dieses Material hier, sich so ein bisschen anfühlt wie so ein Zeltstoff, irgendwie ist es das nicht. Also ich muss sagen, für mich persönlich ist es das nicht, aber das war in KD-Schuhen schon ganz oft so. Das war beim 10er so, das war beim 11er so, beim 9er kann man argumentieren, dass es so war, ich fand nicht. Der 12er war halt deutlich besser, aber dafür war das Material wieder ein Rückschritt. Also das ist eine ganz komische Sache bei den KD-Schuhen. Ich weiß nicht so ganz genau, für mich persönlich, der KD8 hatte das Top-Notch-Material. Der KD9 auch noch richtig nice. KD10 zu weich, KD11 irgendwie Trash. KD12 Performance-wise meiner Meinung nach mit das beste Material. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin mit dem Material hier einfach nicht zufrieden. Muss ich einfach so sagen, ich finde auch für den Price Point, der kostet ja 150 Euro neu, ist das hier oben, man hört das ja vielleicht auch so ein bisschen, das ist halt so, ja weiß nicht, wie so ein Zeltstoff. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Ist mir zu billig, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kann Nike, ehrlich gesagt, meiner Meinung nach noch ein bisschen tiefer in die Trickkiste greifen. Oder, da habe ich lieber zum Beispiel so ein Material wie von einem Kyrie 6, weil da weiß ich wenigstens, es hält mich auf jeden Fall im Fußbett. Also das ist was, ich weiß nicht, ob es an Kevin Durant liegt, weil jetzt waren so viele Schuhe schon so und vielleicht mag er das einfach so, was ich mir nicht vorstellen kann, aber man weiß es nicht. Material hat mich persönlich nicht überzeugt. Grundsätzlich ist alles da, ne, aber also ja, von innen und so, der ist sehr, sehr bequem, der ist super comfortable, so als Shoe-Around-Schuh und so, finde ich den auch super geil, also wirklich, um einfach da so ein bisschen rumzuspringen, ein bisschen zu werfen und so, aber um wirklich wirklich zu sagen, okay, it's Game Day, da ist das für mich auf jeden Fall nicht. So, dann noch, wie sitzt der Schuh? Ja, der Schuh, ich hab's ehrlich gesagt jetzt gerade gar nicht mehr ganz so im Kopf, ich muss es mal anprobieren. So, gut, dass ich nochmal anprobiert habe, weil mir war das auch so, aber ich wollte jetzt nicht lügen. Der KD13 genauso, oh, die sind so staubig, das ist blöd, wenn man Haustiere hat, ey. Der KD13 genauso wie der
Paul George 4 und der LeBron 17 sind in ihrem Sizing, also in ihrer Größe, irgendwie ist da was schiefgelaufen. Der hier auch, also ich habe immer, ich mache das auch wirklich immer, ich werde das wahrscheinlich auch nie anders machen, meine 44 gekauft. Und der ist für mich schon richtig tight. Und ich habe eher als wirkliche Größe, als Trudester, also meine wirkliche Fußgröße ist eher eine 43,5, bisschen vielleicht ganz minimal drüber. Und ich habe eher die schmalen Füße und das ist in der 44 sehr, sehr tight. Ich denke mal, die meisten von euch sind gut beraten, wenn sie eine halbe Größe hochgehen. Und also ich hatte im KD 12, also im Vorgänger, hatte ich auch eine 10, eine 44. Das saß deutlich besser als in diesem hier. Also eventuell eine halbe Größe hochgehen, am besten, in Deutschland sind die Läden ja offen. Wenn ihr könnt, anprobieren oder beide bestellen und den, der nicht so gut sitzt, zurückschicken, weil der stretcht nicht mehr viel. Der ist wirklich sehr tight und müsst ihr halt gucken. So, dann abschließend Fazit. Ja, hat mich nicht so überzeugt. Ich war vom KD 12 sehr, sehr überrascht, damals als er kam. Nicht eigentlich sogar begeistert. Das war ja für mich auch ein Rimrock Certified und es bleibt da auch. Der KD 12 ist für mich ein geiler Schuh. Der bessere Schuh, für mich persönlich. Ich finde den KD 12 einfach besser. Auch wenn der hier ein bisschen besseres Grip hat und das Grip für mich persönlich immer sehr wichtig ist, war der KD 12 für mich der bessere Schuh. Heißt nicht, dass dieser hier schlecht ist. Das ist ein sehr, sehr solider, guter Basketballschuh. Es kann auch noch, und das ist bei mir immer viel mit im Kopf verankert, daran liegen, dass ich persönlich unabhängig von der Colorway, weil die Colorway finde ich eigentlich sehr flashy, sehr cool irgendwie, ich mag den KD 12 von der Optik her tausendmal mehr als den KD 13. Das spielt bei mir immer irgendwie gefühlt ein bisschen mit rein. Das ist so Placebo-Kopfsache. Aber auch von der Performance her fand ich persönlich den KD 12 besser. Aber schreibt gerne mal rein, wie ihr das seht. Der ist ja schon lange draußen, der eine oder andere wird ihn haben. Könnt ihr ja gerne mal einen Kommentar zu geben, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ansonsten, das ist von mir.